Meine liebe Kochfreunde, unsere liebe Fans von überall. Jetzt ist es wieder soweit, es ist wieder Jahresende und kommt Weihnachten wieder. Also wir wünschen euch alle eine frohe Weihnachten und viel Spaß dabei. Die kleine Prinzessin ist auch hier, könnt ihr jetzt mal ein bisschen anschauen. Und wie gesagt, wünschen wir frohe Weihnachten. Kedves hobbiszakácsok, szeretnénk kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni nektek és boldog új évet, és reméljük, hogy jövőre is velünk tartotok, és továbbra is követtek minket. És most pedig iszunk az egészségetekre is egyet, kellemes ünnepeket. Also, frohe Weihnachten, egészségetekre, Pálinka time, auch nächstes Jahr. Liebe Kochfreunde! Sziasztok, hobbiszakácsok! Hohoho! Wieder Donnerstag, wieder Hankook-Zeit! Und wir haben wieder natürlich was richtig Geiles für euch vorbereitet. Heute machen wir eine Suppe. Und zwar machen wir heute Bokonyi Bekár-Suppe aus Ungarn. Újra csütörtök és hoztunk nektek egy új receptet, amit ma el fogunk készíteni, az nem más, mint a bakonyi betyárleves gazdagon. Und bevor wir loslegen, schauen wir erstmal ganz kurz, was sind die Zutaten. Also brauchen wir natürlich Schweinefleisch, Paprika, Tomate, Knoblauch, Karotte, Petersilienwurzel, Zwiebel, Pilze, Ei, Weizenmehl und Schmand. Nézzük a hozzávalókat. Sertéslapocka vagy comb. Paprika, paradicsom, hagyma, petrezselyemgyökér, répa, fokhagyma, gomba, tojás, liszt és tejföl. Also, können wir jetzt endlich mal loslegen. Zwiebel, Karotten und alle Zutaten könnt ihr schon vorbereiten, kleinschneiden und dann fangen wir mit Zwiebelanbraten an. Also, los geht's. Kezdjünk is hozzá az ételünkhöz. Kezdésnek minden hozzávalónkat apróra vágjuk, és a hagymát kevés zsiradékon feltesszük pirítani. A többivel pedig jövünk. Also meine Lieben, es ist soweit. Zwiebel wurde jetzt richtig schön angebraten, richtig goldfarbig geworden. Und jetzt können wir natürlich Fleisch dazugeben, werden wir ein richtig geiles ungarisches Gulasch machen. Auch so lange braten, bis es richtig weiß wird. Und dann kommen wir mit Paprika und Tomate zurück. A hagymánk szép aranybarnára pirult. Most pedig csinálunk egy jó pörkölt alapot, kezdésnek hozzáadjuk a húst, és szépen fejredésig pirítjuk. A többivel pedig jövünk vissza. Lieben, es ist soweit. Fleisch ist richtig weiß geworden. Jetzt könnt ihr frische Tomate und frische Paprika dazugeben, ganz kurz anbraten und dann kommen wir mit Gewürze zurück. Also, viel Spaß. A húsunk szépen kifejeredett, most pedig hozzáadjuk a paradicsomot és a paprikát, egy picit megfonnyasztjuk és jövünk vissza a fűszerezésre. Meine liebe Kochfreunde, es läuft, unser Gulasch sieht schon richtig gut aus.
Aber zur Erinnerung haben wir dazu Paprikapulver, Kümmel, Pfeffer und ein bisschen Salz dazu gegeben. Und gießen wir noch auch ein bisschen Wasser dazu, damit es schön kocht. Und werden wir so lange kochen, bis halb fertig ist. Und dann kommen wir mit Gemüse zurück. Das geben wir nachher auch dazu. A pörkölt alapunk elkészült, tettünk bele fűszerezésként sót, borsot, köményt és paprikát, és még adtam hozzá vizet, hogy kellőképpen meg tudjon puhulni a húsunk, és a félfűvésnél jár, akkor hozzáadjuk majd a zöldségeket. De ezt majd mutatjuk. Richtig reichhaltige Suppe, das könnt ihr sehen. Also so viele Gemüse, Pilze, Schmand. Und brauchen wir noch was Wichtiges? Machen wir selbstgemachte Nudeln, sogenannte Cipetke. Das werden wir euch jetzt gleich zeigen. Aber dazu brauchen wir wieder Energie, Kraft, Vitamine aus Ungarn. Also Pálinka-Time! A pörköltünk fő, húsunk puhul. Addig pedig elkészítjük a levesnek a betétjét, ami Cipetke lesz. Viszont előtte szükségünk van egy kis energiára, egy kis vitaminra, egy jó magyar pálinkára. Egészségetekre! We wish you a Merry Christmas! Egészségetekre! Egészség! Hoho, meine Lieben! Es ist soweit, unser Fleisch ist jetzt halb fertig, also Gulasch ist halb fertig. Jetzt werden wir Gemüse dazugeben, das braucht auch ein bisschen Zeit. Und nachher geben wir auch noch Wasser dazu, so viel dazugeben, wie viel Suppe ihr haben möchtet. Da kommt auch noch natürlich Pilze und Cipetke-Nudel, selbstgemachte Nudeln noch dazu. Und dazu braucht ihr noch 100 Gramm Weizenmehl und ein Ei. Ganz kleines bisschen Wasser, das zeigen wir euch jetzt, also kommt mit uns. Kedves hobbiszakácsok, a húsunk félfűvésnél jár, most hozzáadjuk a zöldséget, felöntjük annyi vízzel, amennyi leves szeretnénk belőle, majd adunk még hozzá később gombát és a csipetkét. A csipetkét úgy készítjük el, 100 g liszt, egy tojás, egy pici víz, de ezt majd be fogjuk mutatni. Also meine Lieben, es ist soweit, unsere Suppe ist fast fertig, jetzt kommt natürlich Pilz und Cipetke-Nudel dazu, das werden wir auch ganz kurz kochen und dann kommen wir nochmal zurück, kommt noch etwas dazu. A levesünk hamarosan elkészül, most hozzáadjuk még a gombát, a fokhagymát és a csipetkét, és a többivel még jövünk vissza. Ja, und natürlich frische Knoblauch nicht vergessen. Kochfreunde, Kochfreunde, meine liebe Kochfreunde, es ist fast soweit, Nudel ist hochgekommen, das heißt, können wir jetzt unser Bindemittel dazugeben, wie immer Schmand, Weizenmehl und ein bisschen Suppe dazugeben, schön verrühren und lassen wir ganz kurz damit kochen. Bisschen Petersilie könnt ihr auch noch dazugeben, entweder frische Petersilie oder auch so Petersilie getrocknet und dann können wir es zusammen genießen. Kedves hobbiszakácsok, a levesünk hamarosan elkészül, utolsó lépésként egy habarást készítünk el, ami lisztből és tejfölből fog állni, és még a leveshez teszünk hozzá a petrezselymet.
Meine liebe Kochfreunde, es ist soweit, unsere Suppe, unsere Bocconi-Betjar-Suppe ist jetzt fertig geworden, könnt ihr anschauen, richtig reichhaltig, richtig würzig, einfach nur ungarisch geworden. Lasst euch schmecken und nicht vergessen, immer wieder mit Hankook essen. Hoffentlich hat unser Video euch gefallen, könnt ihr weiterhin teilen, liken, weiterempfehlen, gerne abonnieren, wir freuen uns sehr drauf und sehen wir uns nächsten Mal. Kedves hobbiszakácsok! A bakonyi betyárlevesünk gazdagon elkészült, egy igazán ízletes, fűszeres, tartalmas leves, javaslom próbáljátok ki. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljatok, és ne felejtsetek el legközelebb is velünk tartani. Sziasztok! Tschüss!